Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gran Turismo Sport. Achso, hier kann ich auch noch normal fahren. Wir fahren auf den Tsukuba Circuit. Oder ist. Ja, doch, Circuit, ne? Oh, was ich noch machen muss, ganz kurz. Ich muss den Sound für mich selber leiser machen, weil ich habe den lauter gemacht, weil ich PUBG gespielt habe. Und jetzt ist er mir doch zu laut gewesen. Keine Sorge, ihr habt, glaube ich, dieselbe Soundqualität wie immer. Ich habe ihn nur für mich leiser gemacht. So. Was ist denn das heutige Thema? Ich habe mal ein bisschen nachgedacht und wir reden mal über ein Spiel. Ja, es ist kein Gran Turismo und auch kein Rennspiel. Na, mehr oder weniger könnte man schon ein Rennspiel draus machen. Wir reden mal über... Wir reden mal über das heutige Spiel Dreams, welches nächsten Monat für die PlayStation 4 erscheint, exklusiv. Darum geht es ja auch auf meinem Kanal. Ich mache ja gerne mal exklusive Titel, obwohl ich sowas wie Days Gone zum Beispiel noch nicht gemacht habe, wo ich das Spiel habe. Könnte ich eigentlich auch mal irgendwann mal machen. Ist ja auch vollkommen latten. Dreams ist ein Spiel, wo man sein eigenes Spiel bauen kann. Es ist quasi ein Baukasten-Simulator. Man könnte sagen, es ist ein Baukasten. Es ist eine Engine, die nur 40 Euro kostet. Ganz ehrlich, meines Erachtens nach sollte dieses Spiel auch 100 Euro kosten. Ich hätte es mir geholt. Weil Dreams ist ein Spiel... Ja, ich glaube, es heißt auch Dreams, weil Träume damit in Erfüllung gehen. Du kannst dein eigenes Spiel machen, programmieren, bauen und dann sogar hochladen, damit auch das andere spielen können. Es gibt auch Multiplayer, so wie ich das in den einen Trailer gesehen habe, was sehr wichtig ist für mich, weil ich werde mir dieses Spiel auf jeden Fall holen und ebenfalls zwei Spieleideen verwirklichen, drei Spieleideen verwirklichen. Und die eine ist relativ groß, oder zwei sind relativ groß, die andere geht so. Mit der werde ich dann noch, glaube ich, anfangen. Und in Dreams kannst du wirklich alles machen. Du kannst einen Ego-Shooter machen, du kannst ein Rennspiel machen, du kannst ein Third-Party-Spiel machen, wie ein Mario Party beispielsweise. Das kannst du alles machen, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und du kannst natürlich auch Brettspiele machen und Kartenspiele. Jedenfalls denke ich das, weil es ist wirklich, es soll wirklich komplett... Nur deine Fantasie soll die Grenzen setzen, quasi. Es sind sonst keine Grenzen gesetzt. Du kannst sogar Musik machen und auch Filme machen, was ich auch sehr cool finde. Also sogar die eigene Musik für dein Spiel kannst du in Dreams basteln, wenn du Bock hast. Das finde ich sehr, sehr cool. Da kann man sich dann an auch ein bisschen so nicht Musiker, aber du kannst dich an jedem Instrument so ein bisschen, was sie da eingebaut haben, beteiligen. Und ich finde das ziemlich cool. Du kannst auch auf Realismus gehen, du kannst auf jeden Zeichenstil gehen. Je nachdem, wie gut du auch damit bist, die ganzen Sachen zu modellieren. Denn das ist das Wichtige an Dreams. Es ist nicht einfach nur so, ach, ich mache jetzt einfach mal ein Spiel nebenbei. Sondern es ist auch harte Arbeit. Man kann sich dieses Spiel natürlich auch einfach kaufen, um andere Produkte zu testen und zu spielen. Die Leute hochladen. Oder man ist so wie ich, eine kreative Nuss. Und möchte sein eigenes Spiel bauen. Und wer sich jetzt denkt, hey, du bist kreativ, guck dich doch mal an, wie du hier fährst. Ja, ich fahre nicht vielleicht wirklich gut, obwohl gerade die Runde geht eigentlich so, muss ich sagen. Aber ich bin sehr, sehr kreativ. Und das wissen auch meine Freunde, das weiß eigentlich fast jeder, der mich kennt, der mich richtig kennt, dass ich sehr kreativ bin. Und ich habe ja selber schon mal ein Brettspiel entwickelt, leider noch nicht richtig, fertiggestellt im Sinne von Patentieren und so weiter. Aber das wird irgendwann noch kommen. Und das kann ich dann einfach in Dreams quasi verwirklichen als Computerspiel. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Und ich bin da schon mega hyped drauf. Mittlerweile sogar noch mehr als vorher. Wer das Jahresbest-of, den Jahresrückblick von uns gesehen hat, von mir, Jay und Julia, der wird wissen, ich habe Dreams in meiner Liste drin gehabt. Kein anderer hatte das, glaube ich, drin, außer ich. Bei den anderen auch, glaube ich, gar nicht klar war, wie gut dieses Spiel eigentlich ist. Und mir war das zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch nicht so richtig klar. Boah, die Kurve haben wir jetzt aber relativ gut genommen, muss ich sagen. Denn ich wusste nicht, was könnte ich aus diesen Spielen machen. Ich habe zwar richtig Bock drauf gehabt und so. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, klar, ich könnte mein eigenes Brettspiel, mein eigenes Kartenspiel, ja, ich habe auch ein eigenes Kartenspiel, könnte ich alles da drin modellieren und als Spiel hochladen. Da ist natürlich nur die Frage, wie sieht es mit den Lizenzen aus?
Also klar, meine Spiele haben jetzt keinerlei Sachen von anderen Spielen, außer meinem Brettspiel. Aber das könnte man ja alles umändern. Nur, wie sieht das dann aus, wenn man das Spiel hochlädt? Wenn es wirklich die eigene Idee ist? Die Kurve war nicht wirklich gut, aber immer noch vorne. Das ist okay. Wie sieht das dann halt mit den Lizenzen aus? Ist das Spiel, was man hochlädt, dann sein eigenes? Was ist, wenn jemand die Kopie klaut? Wenn das jemand kopiert, dreist klaut, einfach ein bisschen umändert. Das wird halt noch so die einzige Sache, wo ich mir denke, das könnte problematisch werden. Aber man muss es ja auch nicht hochladen. Man kann es auch einfach für sich behalten und dann mit Freunden so zocken. Das geht, glaube ich, auch. Man kann es aber auch für die ganze Welt hochladen. Nur ist dann das Problem, dass man dann wahrscheinlich, ja, dass dann irgendjemand das einfach klaut. Das wäre ziemlich schade, wenn das geht. Ein Vorteil dabei ist aber auch, wenn man was hochlädt. Ich meine, ich heiße ja auf YouTube Game Alchemist, wisst ihr ja. Ich heiße auf PlayStation Game Alchemist unterstrich YT für YouTube. Wenn man dann natürlich noch ein Spiel programmiert in Dreams und man dann den Namen sieht und es einem richtig gut gefällt und Leute sogar damit Videos aufnehmen wollen, weil das Spiel einem wirklich so gut gefällt, dann ist das natürlich auch Werbung. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Spiel in Dreams entwickelt, jemand sieht euren YouTube-Kanalnamen dabei und das spielen irgendwelche großen YouTuber. Und ihr denkt euch nur so, wow, das ist echt eine Ehre, dass das ein großer YouTuber spielt und sogar mag. Der wird mich jetzt sogar vielleicht supporten. Das kann man durch Dreams gegebenerweise auch schaffen. Nur das Ding ist halt, da ist dann auch wieder noch ein Problemchen. Dreams ist halt nur für PS4. Und die meisten großen YouTuber. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Oh ja. Gott sei Dank. Die meisten großen YouTuber, die spielen nicht auf der PS4. Die spielen auf dem PC, das ist leider so. Und wenn es große YouTuber gibt auf der PlayStation, die spielen leider dann nur sowas wie COD und Fortnite. Ne? Ihr wisst Bescheid, welche ich so meine. Das ist dann natürlich auch das Problem. Also, man sollte sich nicht zu früh freuen. Außer natürlich auf das Spiel an sich. Darauf freue ich mich mega. Ah, das war jetzt nicht so gut, dass ich abgebremst bin, glaube ich. Und für alle die dann auch Bock haben, also ich werde das auf jeden Fall noch streamen, meine Projekte so ein bisschen mit euch teilen, streamen. Ich würde ganz gerne meine Kartenidee auch mal euch vorstellen, wie das ist. Es ist nicht nur so ein normales Kartenspiel, wie man es kennt, so 0815 Hearthstone oder das die nächste Kopie eines nächsten Hearthstones oder Magic oder Yu-Gi-Oh! Oder so. Das Kartenspiel, was ich habe, das kennt tatsächlich auch nur mein bester Kumpel, das kennt kein anderer. Oh komm, lass die Zeit noch zählen, bitte, 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 das ist eine gute Zeit. Danke, so. Das ist wirklich ein Kartenspielkonzept, was ich so noch nicht gesehen habe vorher und weswegen ich es auch natürlich entwickelt habe. Und wenn ich das in Dreams mache, na, ich bin schon echt mega gehypt. Das kommt übrigens am 14. Februar raus, am Valentinstag, das Fest der Liebe. Kann man natürlich auch ein schönes Liebesvideo draus machen oder Liebessong drin machen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So, wir sind leider nur 9. Holy shit, ey, ich habe so eine gute Zeit gefahren. Das ist immer das Deprimierendste. Wenn man eine gute Zeit fährt und andere, die keine Zeit gefahren sind, wie zum Beispiel der Luis Lavro und der Wes, die sind dann eigentlich nur ein bisschen weiter unter allem. So, wir haben einen Belgier, wir haben zwei Deutsche, wir haben zwei Italiener, wir haben einen Franzosen, wir haben einen Griechen, wir haben zwei Engländer und wir haben einen Polen und einen Spanier und einen Niederländer. Wow, das ging diesmal richtig gut, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist aber Niederlande wieder falsch. Obwohl, ich glaube, ich habe es mittlerweile gemerkt, dass Russland oben weiß war. Ich glaube, ich habe das ganz gut runtergerattert hier. Da kann jetzt keiner irgendwie sauer sein. Die Flaggen sind perfekt. So. Genug aber auch jetzt über Dreams geredet, ne? Ihr wisst Bescheid. Im Qualifying machen wir ein bisschen Off-Topic-Talk. Und hier machen wir Kanturismo-Talk im Rennen. Warm-up brauche ich nicht. Ich glaube, mein Warm-up war relativ gut genug. Ich muss mir nur noch merken, wir sind jetzt im richtigen Rennen. Das heißt, das Bremsen ist nicht ganz so mein Fall.
Das heißt, man muss ein bisschen vorher abbremsen, aber das ist ja kein Problem. Wie viele Runden sind's? 5 Stück. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Könnte eine schnelle Runde werden, eine schnelle Folge, 20 Minuten ungefähr. Wenn nicht sogar nur 15 Minuten. Aber es ist ja auch mal schön, eine kurze, knappe Runde Gran Turismo so nebenbei. Tut mir natürlich auch noch leid, dass die Folge nicht am Montag kam, um 20 Uhr oder 21 Uhr, ich glaube 20 Uhr. Ich war auf dem Geburtstag, habe ich ja schon geschrieben, im Community-Tab, und der ging ein bisschen länger. Ich war bis 23:30 Uhr da, also der ging ein bisschen länger. Aber ich habe es natürlich nicht vergessen. Die Leute, die Gran Turismo lieben und auch gerne tatsächlich bei mir gucken. Oh! Franz, warum bist du denn rausgegangen? Wer ist denn jetzt raus? Warte mal. Oh, es fehlt ein Italiener. Es fehlt ein Italiener. Boah, ich habe aber auch ein Monstergedächtnis, ey. Apropos Monster, das hat tatsächlich was mit Gran Turismo zu tun, oder besser gesagt mit Rennsport an sich. Es gibt ja einen Monster, den habe ich jetzt hier stehen, der ist schon etwas älter, den habe ich aber noch nie getrunken. Den Monster Energy Lewis Hamilton Edition. Dieser rote mit diesen Noppen dran, der sich richtig gut anfühlt. Der schmeckt echt gut. Den habe ich halt nie probiert. Hat damals schon eine Freundin von mir gesagt, der ist echt gut. Wie gesagt, nie probiert, jetzt das erste Mal. Schon leckerer Energy Drink, muss man sagen. Und nein, das ist hier kein Sponsor oder so, ne? Also ich krieg dafür jetzt auch kein Geld. Ich sag das, oh, der Grieche ist ein bisschen. Der zieht ein bisschen nach, ist ja wie mit dem Geld, moin. So. Ja, ich lasse dich mal vor, Luvaro. Ey, hallo, 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 hallo. Hallo. Alter, die wollen hier eine Vierersprung machen. Ey! Leute! Was passiert hier? Was? Hallo, Franzose! Alter, was passiert? Ey, warum ist jetzt der Italiener? Ich bin der Meinung, ich habe mich ganz gut rausgerettet, oder? Habe ich? Ich glaube ja. SW nach oben, perfekt. Ich habe niemanden mit Absicht gerammt. Da wurde der Pole gedreht. Und ich wurde nochmal schön angestupst. Dankeschön dafür. Oh Gott, bin ich da aus dieser Bredouille rausgekommen, ey. Lecco mio am Arscho. Holy shit, was war das denn jetzt? Ich weiß auch, was das hier war. Eine saubere Kurvennehmung. Ey, die war wirklich gut. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Es sind doch 4 Runden. Der stupst mich immer an. Weder, dass ich nach vorne komme, ich finde das nett. Engländer und die Deutschen sind jetzt nicht wirklich befeindet. Finde ich gut. Ich komme auch echt gut durch von meinem Fastgear her gerade. Das muss ich leider dazu sagen. Und warum leider? Weil ich ganz genau weiß, dass gleich wieder ein richtig dummer Fehler gemacht wird von mir. Und ja, derjenige hatte mal recht in den Kommentaren, der gesagt hat, die Bremskraft ist eigentlich besser im Rennen selbst als im Qualifying. Da hat er natürlich recht. Aber ich meine, die Kurvennehmung beim Bremsen ist nicht besser. Das Bremsen an sich ja. So, jetzt ziehe ich aber vorbei. Bitte nicht rammen. Dankeschön. Finde ich nett. Ja, der mich rausge. Ja. Ja. Hey, bin letzter. Bin letzter. Ganz kurz, was ich zu Dreams noch sagen wollte. Ihr könnt doch natürlich. Oh, der ist jetzt raus. Und ich bin immer noch letzter. Mano! Ihr könnt natürlich da auch euer eigenes Gran Turismo bauen, euer eigenes Rennspiel halt, ne? Das ist dann auch ein Traum vieler Leute. Oder auch einfach Automodelle nachbauen und so ein Scheiß. Also, ihr könnt da echt viel machen. Aber jetzt komme ich nicht mehr nach vorne, das war's komplett. Dieser Franzose hat mich natürlich rausgekickt. Es war auch nicht seine Schuld. Bin ich ganz ehrlich, es war nicht seine Schuld.
Für mich bin ich auch nicht letzter, weil eigentlich waren es ja 13 Leute am Anfang. What the fuck, wie viele eigentlich schon raus sind. Das ist halt heftig, wie viele Leute schon raus sind. Na gut, rein theoretisch kann es auch schon seine Schuld sein, weil er hat sich hinter mich gestellt. Und er wusste, ich musste abbremsen. Also er hat es mit Absicht gemacht, um mich als Bande zu benutzen. Doch, ich glaube, das war doch Absicht von dem guten Gardo. Aber wir fahren das Rennen natürlich noch sauber zu Ende. Kommt zwar leider nicht vor. Ey, ohne Witz, dass der Grieche vor mir ist, ist halt echt irgendwie schlecht. Also nicht schlecht, weil er Grieche ist, sondern weil er halt am Anfang komplett gar kein Gas gegeben hat, gefühlt. Und jetzt ist der einfach vor mir. Wahrscheinlich war es seine Taktik. Der wusste, oh, da vorne gibt es Karambolage. Ich werde mich mal durchsneaken. Hat er vielleicht nicht ganz geschafft, aber der ist vor mir. Obwohl ich mich relativ gut durchgesneakt habe. Das ist belastend. Es wird doch nichts mehr, wenn da jetzt wieder ein Unfall oder so passiert, ne? War's das, bin ich letzter. Schade. Wirklich schade. Alter, warum quitten denn alle vor meiner Fresse, Mann? Ein Glück ist der Franzose raus, ey. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Länder an sich. Ich sag nur der Franzose, weil ich nicht mehr weiß, wie der hieß. Gardo? Kein Plan. Der Franzose klingt einfach irgendwie beleidigender. Weiß auch nicht warum. Weißt du, der war Fünfter, der geht zwei Positionen nach hinten. Er denkt sich, ich quitte jetzt. What the fuck? Ich war Fünfter und bin Achter geworden. Oder Neunter und war dann Achter und bin jetzt Siebter. Also so gesehen mache ich Position gut. So ist es nicht, ne? Ich mache Position gut, indem ich einfach nur hoffe, dass die Leute quitten. Habe ich auch noch nicht gehabt. Und wenn da jetzt steht, sie sind Letzter, dann raste ich aus. Ich bin nicht Letzter. Ich kann nichts dafür, dass die Leute... Ja. Wollte gerade sagen, Letzter war ich nämlich nicht. Hab hier sogar eins verbessert. Unfallfreier Rennen, ja. Ich habe nicht mit Absicht gerammt und so weiter und so fort. War ein schönes Rennen. Position war nicht so gut. Aber dafür kann man nichts, ne? Waren sich aber schön. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Gran Turismo nächste Woche. Diesmal am Montag. Das heißt, ihr kriegt die Folge sogar früher rein, theoretisch. Haut rein und tschüss.